Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Motor Mittwoch. Ja, wie ihr seht, mit einem Porsche und das ist auch das Abschlussrennen der klassischen Sportwagen. Ich glaube, klassischen Sportwagen war das, genau. Ja, mal gucken, wie sich das gute Stück hier verhält. Also ich habe es ja eben schon... Oh ja, genau, eine Viper. Okay, cool. Naja, wir werden es sehen. Eine Corvette steht auch neben uns. Sehr schön. So, eins. Let's go. Sieht ein bisschen rostig aus, der Gute. Die könnten sie mal wieder auflegen. Na komm. Was soll denn das jetzt hier? Konzentrieren uns mal ein bisschen mehr. Ey! Was wird denn das? Abseits der Strecke, na klar. Der hat mich in die Bande geschubbt und ich bin abseits der Strecke. Ist klar. Ja, er hat ein bisschen gesoffen oder was hier? So Schlängellinien fährt. Genauso wie ich. Könntest du mal ein bisschen... Dankeschön. Ich versuche schon nicht an euch rumzurubbeln, aber bis so dicht auffahrt, was soll ich da machen? Zwei Runden. Okay. Das wird hart. Musst du aufpassen, dass du nicht, genau, rausgeschoben wirst. Und, na, bleibst du. Wollen wir nicht unfair spielen. Also zumindest nicht unfairer als sonst. Scheiße. Guck mal einmal woanders hin. Das ist halt, wenn man sich nicht konzentriert, ne? Es ist halt einfach. Schön. Na? Assi. Das ist zum Kotzen. Mann, ey.
Sorry. Aber ich habe doch nicht rechtzeitig gebremst. Ich wieder stehen geblieben bin auf der Bremse, gell? Ich depp. Hallo, komm rum. Sind wir stehen geblieben, da haben sie die Reifen blockiert. Da kannst du lenken, wie du willst. Wenn die Reifen blockieren, geht es halt trotzdem geradeaus weiter. Glück haben, kommen wir oben drin noch. Ins Ziel. Was soll ich sagen? Ins Ziel. Viel zu spät gebremst. Viel zu spät. Alter, was ist nur los mit ihm heute? Hallo. Ja, gib mir. Dankeschön. Oh, und da ist noch einer rausgeflogen. Hehehe. Schaut mal keine Fangerei an. Die krieg ich noch vom Ziel. Ja, los! Nein! Okay, naja, immer auf dem zweiten. Auch wenn das. Naja. Ein beschissenes Rennen war. Du kannst so sagen, wie es war. Beschissen. Nee. Gut war das nicht. Das war alles andere als gut. Das war genügend. Danke. So, dann wollen wir mal gucken, was machen wir jetzt noch Schönes. Das, ah ne, Legendary Tour war das, genau. Jetzt kommt Open Classics. Oh, oh, oh. Und das ist auch die letzte dann. Was ist bei Hab ich jetzt gedrückt? Ja, ich hab das falsch gedrückt. Was ist bei Empfohlener? Oh. Italienische. Mhm. Und das gibt's auch noch. Und noch 3 Tage. Okay. In 3 Tagen schaffe ich das nicht bis da hinten hin. Schade. Gut, dann würde ich aber sagen, wir fahren einfach nochmal ein paar Rivalenrennen. Empfohlene und das endet in 3 Tagen. Na dann, probieren wir das doch mal. Komm. Ach, den müssen wir kaufen. Wie liegt das? Mit welchem Auto fahren wir hier? Auf jeden Fall. Den können wir auch kaufen. Mehr finde ich hübsch. Mal einen Stockerwagen. Mal gucken, wie das sich das fahren lässt hier. Wir rennen in den Start hin, Junge. Alter. Es geht doch ab. Wie ist wirklich die hier? Boah, das wackelt im Lenkrad, das ist ja. Also ja, ideal, hier wichtig. Und dass man nicht verkackt beim Lenken. Weil, hier kannst du ja Fullspeed fahren.
bisschen genug Tempo mitnehmen. Nicht so scharf in die Kurve gehen. Das ist nicht so gut. Nicht zu viel Tempo. Und nicht so viel Lenken. Nicht so viel Lenken. Immer schön geschmeidig durch die Kurven und auf. Ah, fuck. Gut rauskommen. Na, das war nicht gut rausgekommen. Den kriege ich nicht mehr ein. Hier muss man nicht viel können bei dem, ne? Also hier musst du nur lenken können. Und deinen Scheitelpunkt und alles genau treffen. Weil sonst verlierst du zu viel Geschwindigkeit. Und das holst du halt einfach nicht mehr auf. Wenn alle die gleiche Geschwindigkeit fahren, funktioniert dann nicht mehr, ne? Das und schön sanft aus. Jawohl. Wir müssen halt so viel wie möglich versuchen, Geschwindigkeit durch die Kurve mit zu transportieren. Das wird schön rauskommen. Und nicht so tief nach unten. Nicht so tief nach so nach oben. Und schön. Jetzt haben wir wieder Zeit verloren. Schön. Ah, das sieht gut aus. Man muss sich auch mal selber loben, ne? Oh, nicht an die Wand klatschen. Nicht so viel lenken. Schön geradeaus. Und wieder in die Kurve rein. Versuchen, Geschwindigkeit zu halten. Nicht so viel lenken. Und schön raus. Ja, das geht doch. Prima, mach das. Entschuldigung. Zwei Runden fahren wir noch und dann gucken wir mal, wie das dann ist, auf welchem Platz wir sind. Das ist angenehm. Das ist immer schön weiter. Zu viel lenken, na, das war zu viel gelenkt. Habt ihr das gesehen? Habe ich mich zu weit nach unten gedroppt. 3 km/h verloren. So sonst merkst du es sofort. Deswegen hier ist es wichtig, die Ideallinie zu fahren. So dass du am wenigsten lenken musst und am meisten Speed in der Kurve mitnimmst. Und aus der Kurve raus natürlich auch. So, letzte Runde.
schneller als ich. Das ist das Problem. Nicht so gut gewesen. Scheiße. Ist denn eigentlich die Stadt Zielgerade? Ah, hier. Hab ich nicht gesehen. So, letzte Runde gewesen. Wow, shit! Die Menge jubelt, ne? Haha. Für euch eine geile Show geboten. Wie sieht das Ding eigentlich von außen aus? Also lenken kann es nicht gut. Das kann echt nur gut geradeaus fahren. Sehr gut. Wie gesagt, wir gehen jetzt wieder. Auf welchem Platz sind wir? Boah, so schlecht erst. Okay. Rennen beenden. Könnten. Da wäre es jetzt gut, wenn man tunen könnte. Weißt du, wenn man Ahnung hätte. Okay, ich schreibe jetzt hier an dem ein bisschen was und da ein bisschen was. Und dann sehe ich ja. Wie lange hat denn der gebraucht? 43 Sekunden. Der war 2 Sekunden besser als ich. Kann man die Daten von dem übernehmen? Tuning holen. Inhalt werden gespeichert, Spiel nicht verlassen. Tuning auf Fabrik gespeichert. Okay. Hat er das jetzt übernommen? Die Einstellung von ihm? Warte. Autotune. Okay. C drücken. Konfigurationsmanager. Meine Tunings. Ich hab mir ja jetzt... Aha, da ist es. So, das möchte ich gerne haben. Laden. Ja, mach. Wir probieren das jetzt einfach mal aus. Gucken, was da bei rumkommt. Die Daten wurden von ihr gespürt. Kann daher nicht modifiziert werden. Einstellung entfernen. Wollen Sie. Abbruch. Also ging das jetzt nicht? Oder ging es jetzt? Achso, ah, okay. Da kann ich jetzt nichts mehr dran machen. Ich hätte jetzt noch was theoretisch machen können. Okay. Verstanden. Dann fahren wir nochmal. Was 43 hat er gemacht, gell? Was haben wir gesagt? So, mal gucken, ob wir das hinkriegen. Wir fahren jetzt 4 Runden. Ja, versuchen 4 Runden zu fahren. Und dann gucken wir mal, wie gut wir da waren. Wir fahren aber mal draußen, komm. Wir fahren eh nur geradeaus, also von daher. Ich muss auch draußen machen. Habt ihr auch ein bisschen mehr davon.
Okay. Nein. Ah, oh, shit. Was? Was? Okay. Das fühlt sich ja schon wie Cheaten an. Ja, da merkst du schon den Unterschied, dass man hier ein bisschen mehr Gas geben kann. Riecht auch gut auf das Gas. Muss ich schon sagen. Oh, nicht vor die Wand fahren. Das ist schon krass. 1,43,6. Was hat der gehabt? 1,43,5 oder sowas? 1,42,5? Ach, I don't know. Scheißegal. Fahren jetzt noch zwei Runden nach Roma. Auf welchem Platz wir hochrutscht oder runtergerutscht sind. Das ist schon echt krass, du. Das hat ja Zeit gekostet. Scheiße! Also, der wackelt aber auch im Lenkrad. Ich lieb das ja, ne? Das ist ja schon geil, dass das so das Lenkrad gegen einen arbeiten will. Das ist schon ein cooles Feeling, aber das hat auch Scheiße. Wenn man ja versucht, so gut wie möglich zu fahren, dann spürst du halt jede Unebenheit im Lenkrad. Das ist halt echt. Ja, da waren wir schlechter. Aber jetzt kommen wir langsam wieder ran. Eine Runde fahren wir jetzt. Das ist die letzte Runde, die wir fahren. Da wird es nicht verkacken. Spricht's und verkackt's. Ja, ist das schon vorbei. Das haben wir schon verkackt. Zu weit hochgerutscht. Komm schon. Ja, schleppt ein bisschen auf der Geraden. Aber sonst ist es okay. Schon. Schön weiterfahren. Weiter. Immer schön weiter. Komm. Weiter. Und ist das Ziel. Jawohl, sehr schön. Nochmal. Komm her, eine fahren wir noch. Los, eine noch. Der Ehrgeiz ist da. Ne? Wir wollen ja der Beste werden. Der allerbeste. Ich dreh das Ding so durch, das glaubt ihr gar nicht. Ich hab's gerade losgelassen. Wer spielt gerade verrückt? Ha! Gut. Aber das war schon mal. Also, wir sind. Oh. What the fuck? What the fuck? Echt jetzt? Okay. Das ist nicht schlecht. Die Einstellung war gut. Das gefällt mir. Ja. Das war eine krasse. Okay. 43,6 sind wir jetzt. Das war eine krasse Runde. Sag mal, ja. Wie viel hatte der? 43,4 hatte der nur. Alter, wir sind gar nicht so weit weg. Wir sind 200. Krass.
krasse Scheiße. Okay, aber das war's erstmal wieder für heute. Ja gut, der hat auch gar nichts drin, ne? Bei uns regeln ja noch ein paar Systeme mit rein und sagen, nee, bleib mal hier. Du darfst jetzt nicht mehr und hier darfst du nicht und das darfst du nicht. Was ja auch richtig ist. Also, ich glaube, TCS dürfte ich nicht ausmachen, da wäre ich in jeder Kurve weg. Das würde ich nicht schaffen. Aber ist egal. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Zusehen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Und bis dahin euch eine wunderschöne und angenehme Woche. Bis zum nächsten Mal. Euer Gonrock. Bye bye und fahrt ordentlich. Nicht so wie ich jetzt.